Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ, und ich heiße euch jetzt kommen hier in War Thunder. Ich gehe eine Runde fliegen, wie ihr seht, mit der neuen Maschine, mit der Shackleton MRMK2. Bin schon ein, zwei Runden geflogen ein bisschen. Sie fühlt sich beim Fliegen recht schwer an. Die Bombenqualität lässt allerdings grüßen. Also 250 Pfundbomben, 18 Stück davon. Es ist perfekt. Und es wird auch immer mehr. Gut, ich gehe jetzt mit euch mal so im Groben die Daten durch, ne, wie halt immer. Ne? Also ihr habt zwei Kanzeln, 20mm Kanonen, 490 km/h. Jetzt wird ein bisschen was wegen der Bombenqualität abgezogen, aber ohne Bomben halt 490. So, 31,3 Sekunden ohne Bombending, ne. In der Wendezeit, Steilgrade liegt bei 7,1 Meter pro Sekunde, jetzt natürlich nicht mehr, jetzt sind es nur 6. Ja. Na gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, Bombenqualität technisch, also das lässt hier richtig grüßen. Die Raketen sind nur, naja, nicht so der Hammer. Ne? Nicht so der Hammer. Daher, sobald ich freigeschaltet habe, werde ich auf jeden Fall das hier wählen. 15.000 Pfund Bomben, das ist schon sehr, sehr viel, ne? Oder 500 Pfund Bomben, das lässt auch ganz gut regnen, ne? Das lässt auch ganz gut grüßen. Da wäre aber die Konstellation deutlich besser von den 250er Pfund Bomben mit Raketen, weil das hier oben nicht vorhanden ist in dem Layout-Bereich. Kann man sich auch, oder nur die Raketen, wie gesagt, die Raketen sind... Regelrecht sind die Raketen als kann man eher als Verschwendung ansehen, weil ja, wer spackt schon an so eine schöne Maschine hier Raketen dran? Es gibt aber einen Nachteil bei der Maschine. Guck mal in den Innenbereich. Es gibt hier nur zwei Schützen, einmal hier vorne und einmal hier hinten. Aber etliche weitere Soldaten, die in dem ganzen Flugzeug einfach mal so rumsitzen. Ja, sie gelten als Schütze, aber sie machen nichts. Und ja, keine Ahnung, was die da machen. Ich will gar nicht so ins Detail gehen, ne? Witzig ist, hier unten ist ein Ausbau, wie ihr seht, ne? So eine wie eine Wulst. Und es war geplant, dass da unten noch ein Geschütz hinkommt. Aber das wurde dann verworfen, aus Kostengründen. Ja. Aus Kostengründen wurde es verworfen. Liebe Briten, ihr hattet damals die Chance, aus diesem Flugzeugmodell auf diesen Bomber etwas richtig krasses noch zu machen. Ja, daher, er ist fast wehrlos. Fast. Gut, die 20mm Kanonen sind schon nicht ohne. Und ich habe jetzt meinen Schützen so weit geskillt, wie es geht. Gut, ein paar Punkte sind noch, wie ihr seht. Ne? Das hier reicht vollkommen aus. Eigentlich ist es alles perfekt. Ich könnte jetzt hier noch hier auf das da kaufen. Das ist mir aber jetzt so blöd. Brauche ich nicht extra machen. Ne? Ja. Gut, Knut. Dann, bevor es jetzt losgeht, werde ich jetzt etwas machen, das ich schon lange Zeit nicht mehr gemacht habe. Ja, ihr seht es schon, ne? Ich habe mir von der neuen Season, also von dem neuen Update hier, Direct Hit Trophäe, Season, warum sage ich Season, habe ich mir jetzt endlich die Kiste geholt. Problem ist, also normalerweise ist es mit den Kisten ja so, dass sie nach einer längeren Zeit, wenn das Update draußen war und sowas, irgendwann die Kisten im Preis sehr schnell sinken. Derzeit, nein. Derzeit machen die Spieler die Preise und nicht Gaijin. Gaijin hält da seine Hände erstmal fern, bis dann irgendwann mal der Preis wirklich nur noch auf diese sogenannten 10 Cent runter sinkt und dann bietet Gaijin nur noch diese Dinger hier an. Also, ja. Finde ich ein bisschen doof. Ich habe für jede Kiste habe ich 46 Cent gezahlt. Das klingt jetzt nach nicht viel, aber dennoch, ja, 10 Cent wären besser als 46. Ja. Gucken wir mal kurz nur im Groben rein. Also Coupons wie immer, ne, voll am Start. Wie immer, was man halt so rausziehen kann. Für die, die es noch nicht kennen, dann hier dieses Abzeichen Direct Hit muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber ich werde es bestimmt ziehen. Lauter geile Tarnanstriche, die mir gefallen. Also da sind schon so einige dabei, wo ich sage, hey, die will ich unbedingt haben. Ne? Gut, jetzt nicht den von der Dado auch nicht. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Aber auf jeden Fall sind da eine Menge dabei.
warum jetzt die anderen hier nicht angezeigt werden, also außer nicht nur gewöhnlich, sondern weil es gibt ja noch mehr Tannenstriche, kann ich euch jetzt nicht sagen. Das muss ein kleiner Grafikbug sein oder so. Weiß nicht. Na gut, dann wollen wir sie mal öffnen. Die Schlüssel sind da, okay. Dann auf zur Schlacht. Naja, noch nicht. Wollen wir mal gucken, was drin ist. Ja, seht ihr, da sind noch ein paar besondere dabei. Und nicht Helikopter, Schiff nehme ich gerne. Er kann sich noch nicht entscheiden. Doch, jetzt. Sind wir gezogen? Hä? Wo ist er? Ach, vor meinen Augen. Seht ihr? Mr. Blindfisch. So, wollen wir uns mal angucken. Oh, die ich gerade noch einmal verforschen bin, was noch ewig dauern wird. Ja. Ja, schon. Sieht original aus. Original nach American, ne? Ja. Ja, so sieht die Originalmaschine aus. Marines, genau. Ja, finde ich nice. Sieht schön aus. Hä? Was ist da? Ach so, das ist nur so drauf gemalt. Das sieht so aus, als würde da, weil da ist die Kanone. Das sieht so aus, als wäre da ein Loch drin. Ja gut, wie gesagt, da ist ja die Kanone, aber ihr versteht, was ich meine. Das ist ja mal witzig. Gut, dann wollen wir die zweite Kiste mal öffnen. Wo ist die hin? Fragt nicht immer nach, fragt bloß nicht nach, was das hier angeht. Das ist durchgehend verwirrend. Durchgehend verwirrend. So. Und mal gucken, was jetzt rauskommt. Bestimmt was Schönes. Hoffe ich mal. Allgemein ist hier vieles schön, weil hier ist so viel Zeug drin, was ich noch nicht habe. Was ich habe noch. Das ist die erste Kisten, die ich ziehe, also die ich genau gemacht habe. Oh, es wird der Panzer, es wird der Panzer. Ja, es wird der Panzer. M1A1 Abraham. Okay, ne? Komm, klick. Gucken wir uns mal den Skin an. Okay. Wintersplinter heißt der Skin. Ich würde sogar mal sagen, dass der existiert, Real Life. Ich glaube, der ist historisch. Oh, die Daten müssen aber ganz schön groß sein, wenn der hier so lang braucht. Das sieht schon mal ganz nice aus, so im unteren Bereich. Sollte nicht die Kamera hier den ganzen Kram bewegen, dann kriegt das ein bisschen schneller hin, glaube ich. Ja, hübsch. Sehr hübsches Design. Oder? Ja, ist doch hübsch, Leute. Sieht doch geil aus. Hat was. Dauert leider noch ein bisschen, bis ich den Abraham habe. Aber momentan lässt sich ja ordentlich gut Gas geben, was das angeht. Also, ne, daher, momentan geht das ja gut. Ja, zwei schöne Skins gezogen, muss ich sagen. Zwei schöne Skins gezogen, ja. Also gut, die hier, die lässt sich halt erst machen, wenn ich das Ding, also es ist ein Kampfgruppenflugzeug, wer es nicht weiß, wenn ich das erst fertig erforscht habe. Die Aktivität meiner Kampfgruppe ist, ja, mittelmäßig in letzter Zeit. Mal tote Hose, habe ich ja schon gesagt, lange Zeit, dann wieder mal nicht. Ich muss mal wieder den Laden einfach aufmachen und dann, wer dann halt herkommt, um diese Kampfgruppenflugzeuge zu erforschen, ne? Kann dann da reintreten. Clan Wars macht mir kein Interesse mehr. Wir haben so viele Jahre Clan Wars gemacht. Also bei anderen Clans, wo wir halt aber auch schon zusammen waren als Team und ja. Versteht ihr, was ich meine? Mittlerweile kein Interesse mehr. So, dann wollen wir jetzt mal mit der Shackleton. Achso, ich muss noch ein Ding drauf kaufen, damit ich, oder besser gesagt, draufsetzen, damit ich ein zweites Mal reingehen kann. Und los geht's. Ja, wie gesagt, die Maschine. Oh je, dieses bitte warten hängt zu lang drin. Ja, wie gesagt, die Maschine selbst ist wegen der Bombenqualität wirklich geil. Das merkt man auch mit meinem Fliegen. Schwierig ein bisschen manchmal zu fliegen. Manchmal fühlt sich das wirklich an wie so ein Backstein in der Luft. Problem ist halt, wir halten halt wirklich nicht viel aus. Also, mir ist schon der Arsch abgefallen und da ist an mir nur eine mittelmäßige Spitfire vorbeigeflogen. Und ja,
Oder die J7 von den Japanern. Gut, das ist eine 20, nee, 30 mm Kanone. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, hier kriegen wir gar nicht viel zu tun. Trotzdem nehme ich sie. Und da ist auch schon, ja, mir der Arsch abgefallen, kann man sagen. Trotzdem ist die Maschine nicht schlecht. Aber halt viele Bomben. Das ist halt so der Vorteil. Wir gehen gleich darüber zu C. Bomber drin, Dolch drin, Tools drin, okay, PMJ ist drin. Also einige erhoffen sich da was. Do 335, na gut. Das wird er erreichen mit seinen zwei Bomben, zwei, drei Ziele, das war's. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich hoffe nicht, dass er daran hat. Ich brauche gar nicht mehr nachzugucken, was hier für Maschinen drin sind, die einen bekämpfen können, weil letztendlich werden sie sowieso auf den Bomber erstmal gehen. Boah, seht ihr? Das Denken dieser Maschine ist echt, gerade wenn ihr so unter Last seid. Seht ihr das? Sehr, sehr schwierig. Ich muss mal wieder Auftrieb nehmen, sonst kriegt die Maschine nicht gerade. Seht ihr das, wie sehr die Maschine dagegen sich. Also das ist echt übel mit dem Ding. Wenn ihr zu viel Geschwindigkeit drauf habt, dann macht die Maschine richtig einen quer. Ui, ui. Na, das ist ja aber wirklich ein bisschen zu quer. Erreicht. So, jetzt gehen wir ganz normal rein. Also ihr seht, das Ding fühlt sich wirklich richtig schwer an, richtig kompliziert. Kann man nicht anders da sagen. Kann man wirklich nicht anders da sagen. Fühlt sich wirklich ein bisschen komisch an. Also das Ding hat wirklich eine übelste Trägheit. Und war jetzt nicht mehr heilig. So. 18 ist noch drin. Da fliegt auch einer, die Shackleton. Ja, wie gesagt. In realistisch könnt ihr die Maschine auch auspacken. Ihr müsst damit aber rechnen, sehr schnell abgeschossen zu werden. Okay, wir müssen ein Flughafen freigeben. Oh, guck mal, der hat versucht und hat gesagt, oder wie? Könnten warten, bis diese Bodenfahrzeuge. Nein, können wir nicht. Und die Bodenfahrzeuge werden dann außen. Jo, das war aber Lucky Shot. Okay. Wenn zwei sich lieben, ne? Die Do 335 bei der Bombe. Sehr schön. Oh, da hat aber jemand ein bisschen was vergessen. Jetzt können wir lang. Starten, aber wir müssen natürlich. Ah, schade. Ich liebe die Mustang. Geile Maschine, muss man sagen. Wirklich geile Maschine. Es sind noch 10 Fahrzeuge drin. Ich könnte es natürlich wagen und mir. Nee, den Gutschein nehme ich für die zweite Runde auf. Wir wollen doch nichts verschwenden. Ne? Auch wenn mir diese Gutscheine mittlerweile ständig nachgeschmissen werden. Aber, ja. Na, guck mal, der Kollege macht schon. Wenn er nicht gerade wenig dabei hat. Ja gut, maximal kann er 400 Bomben viermal. Oh cool, er hat es voll weggekriegt. Sehr gut platziert. Sehr gut platziert. Jetzt habe ich meine umsonst dabei. Egal, schmeiße ich jemanden aufs Dach, sobald er Lampen geht. Oder sind die F82? Wir landen.
Nee, er will nicht an. Oh, er will Head-to-Head. Auf so eine Nummer lasse ich mich nicht ein. Er ist so blöd und es geht mit der F-9-8 auf Head-to-Head. Das kann ja nie ein Geistesgestörter sein. Was haben wir denn da alles noch? Was ist denn übrig? Ich muss auf die Höhle ja frei bewegen. Oder ich pack mein J2. Okay, die brennt. Noch Burning Man. Was? Die lebt noch? Hä? Panna brennt gewöhnlich nicht so lange, Leute. Eigentlich gehen diese Maschinen sehr schnell kaputt. Er hat das Feuer überlebt. Er hat es überlebt. Was ist das für ein japanisches Flugzeug? Also jetzt mal ehrlich, ich kenne ja die J2-Reihe. Kurios. Sehr kurios. Naja gut, dann ist das jetzt so, ne? Ja, B-110 vielleicht. Ist jetzt weg in der... Also bis auf die japanischen Flugzeuge kann ich mir eigentlich mit meiner Spitfire mir alles kaschen, wenn ich mit denen in den Kurvenkampf gehe. Head-to-Head sollte ich vermeiden. Der ist wie. So, dann machen wir da hinten bei A ein bisschen kuscheln und oh je. Wer will's wissen? Scheiße ist das denn? Ihr wisst, was ich meine. Seid nicht beleidigt, wenn ihr Kevin heißt, aber der Name hat ja schon über die Jahre hinweg, Moment, wir erinnern mal auf Luftziele, gelitten. Und naja. Denkt dran, es ist ein Film, es gibt da draußen einen Film, da ist Kevin allein zu Hause und der beweist, dass das Kind ein Survivaler ist. Alleine klarkommen. Hier konnte ich leider von der Shackleton euch wirklich nicht viel präsentieren. Ja, in letzter Zeit kriege ich halt solche Karten wieder. Vielleicht brauche ich eine andere. Nakashima Sakai. Ich glaube, der benennt sich nach einem sehr berühmten Kamikaze-Pilot, würde ich mal behaupten. Allgemein los. Abgekascht, aber sowas von. Oh, war einer vom Clan Apex. Oh, die werden angepisst sein. Zumindest er wird jetzt angepisst sein. Nein, mit den Jungs habe ich nicht viel zu schaffen. Hab nur ein, zwei Mal davon welche gesehen und. Ja. Naja. Ja, das war doch halbwegs erfolgreich. Fliegertechnisch, naja. Nicht so absolut, also mit den Jägern habe ich jetzt nicht so viel gekascht, aber mit dem Bomber habe ich so ein bisschen was weggeholt. Ist jetzt natürlich nicht überwiegend gewesen. Hey, es reicht dafür aus. Schaut mal, eins weitergekommen. Yay, jetzt habe ich... Naja. Jetzt habe ich den Skin für das Schiff. Den hebe ich mal auf und bei Gelegenheit verkaufe ich den dann. Achso, stimmt, das kann ich nicht gleich verkaufen. Trotzdem. Ja, dann zweite Runde, ne, würde ich mal sagen. Zweite Runde, zweites Glück. Hoffen wir, wir kriegen jetzt irgendwie so eine Bomber-Map an der Backe gesetzt. Am besten, ich habe lange nichts mehr mit Frontlinie gesehen. Das wäre perfekt. Das wäre perfekt. Ja, diese Frontlinienkarten habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ach du Scheiße, Griechenland. Boah, das wird ja anstrengend.
Na gut, dann versuchen wir mal Zone zu machen. Ich werde jetzt nicht runterziehen, wie blöd, weil das, ihr habt gesehen, wie intensiv die Maschine weggerissen ist. Die hat halt wirklich so eine Neigung dazu. Wir versuchen es mal hier. Bodenziele, wie gesagt, sind auch drin, aber ihr habt ja gesehen, die Maschine hat wirklich einen. Wenn es ein bisschen zu schnell nach unten geht und die RNG da oben aufleuchtet, dicken Fett, hat das Ding einen sehr starken Drang danach, sich regelrecht querzustellen. Was ich nicht schön finde. Wirklich nicht schön. Aber wenn wir jetzt es schaffen sollten, eine Zone wegzumachen, das ist natürlich geil. Oh, guck mal. Oh, er ist wieder da. Scheiße, der ist auf der Gegenseite wieder. Oh, hoffentlich spürt da keiner was von wegen hier. Rache! Nein, er wird sich schon nicht rächen. Er wird schon nicht sagen, ey Alter, ich mach dich jetzt platt. Obwohl er doch in meine Nähe fliegt, würde ich sagen. 3 Kilometer entfernt. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe so das Gefühl, da will jemand Rache haben. Ey, die Maschine neigt schon wieder. Sobald es hier anfängt, der Zählerding da, das Ding hin und her zu zucken, neigt die Maschine schon wieder dazu abzudriften. Das heißt, hier nach oben fliegen, um dieses Rumgezucke zu beenden. Das macht die Maschine wieder Stress und oh oh, oh oh. Was tust du denn? Ich sehe gar nicht. Oh! Wieder neu nicht gesehen. Ah. Ich habe die LAN 9 nicht gesehen. Ich habe alles geachtet gerade, aber die LAN 9 habe ich nicht gesehen. War einfach zu viele rote Gegner in der Nähe. Einfach zu viel. Und jetzt springt die halbe Besatzung ab. Eigentlich alles. Im Heck ist ja nichts. Ja. Okay, so viel zu dem Punkt. Da können wir nicht mehr hin. Wir probieren es mal da drüben. Ich verhole da gerade die Feier in die Richtung. Wir probieren es trotzdem. Mann, ist das eigentlich schön. Ja, 0,551 Tonnen rausgehauen. Da ist total rot, also dahin zu fliegen ist ungefähr Lebensmittel. Der Typ da, der freut sich, wenn ich nochmal hinfliege und draufgehe, ne? Logisch. Ich will mal durch die Bombenansicht Bomben gehen. Oh, oder auch nicht. Wir fliegen trotzdem weiter in diese Richtung. Hier die auf 3 Kilometer oder so, die sollen sich erstmal da unten einen abschnoppeln. Oh oh, eine Me 264, ach nee, eine 64, Entschuldigung, ich dachte schon an das Jetmodell. Oh, Scheiße. Egal was ich jetzt mache, ich werde draufgehen, guckt euch das an, da kommt eine Pucke. Also selbst wenn ich es jetzt schaffe, rechtzeitig dahin zu kommen, was ich nicht glaube, der wird mir jetzt einen Druck schmettern und das war's. Okay, hoffen wir mal, dass Kanonenschütze vorne einfach schießen. Baller ihn ab, baller ihn ab! Er hat ihn abgeballert, leider sind wir auch drauf gegangen. Ja, also ihr seht, wie anfällig die Maschine ist. Es ist doch recht kompliziert, mit ihr zu kämpfen. Oder besser gesagt, mit ihr zu fliegen. Falsche Aussage. Aber, naja. Link, rechter Flügel beschädigt. Vielleicht fällt er vom Himmel und ich bin killt. Yay! Auge im Auge. Zahn um Zahn. Und der Text weiter. Weiß nicht mehr. Nee, ich glaube, so war das. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nee, da gibt es noch einen Zusatz. Oh, die Zone ist weg. Wunderbar, noch einen Zusatz bekommen. Alles gut. So, da unten 54, dann ist schon tot. Ich muss gleich
Frömmchen, die darauf warten, auf ein paar Bohnenkiefer zu klatschen. Ja, gut, wir könnten nicht reden. Wir haben noch einen Vorteil. Wie viele Bohnenziele da vorne? Oder ist das Feuer nicht? Oder ist das Feuer nicht? Der ist an mir vorbei. Denn ihr seht, dass ich jetzt da bin. Nein, doch. Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich sehe gerade gar nicht so richtig. Ich habe mich einen erwischt. Deinen sehen wir jetzt mittlerweile auch, Gott sei Dank. Aber die geben uns nicht so viele Punkte ab, die normalerweise die Größe in der Fahrzeuge ist ja gut. Trotzdem, da ist nämlich auch noch ein bisschen höher. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir gewonnen. Ein Bodenziel oder so. Oh mein Gott, jetzt muss die Muni ausgehen. Ach, ich hasse die Wallwinds. Ja, Wallwinds, doch. Ich hab gerade überlegt, hä? Also? Da ist die Sekunde. Mann, die Sekunden verstreichen nicht wie im Fluge. Ach, egal, wir haben gewonnen. Sehr schön. Das war eine recht kurze Runde, aber es war eine nice Runde. Ja, wie gesagt, ihr habt gesehen, die Shackleton, wenn ihr oben bleibt, ziemlich weit oben in der Luft, fängt sie gar nicht an zu ruckeln, zu zittern und sonst was. Wenn ihr dann etwas runter geht, fängt sie dann damit an und dann trefft ihr das Ziel nicht mehr perfekt. Und könnte vielleicht auch ein Bug sein, aber ich habe das Gefühl, weil nachdem ich mir die Geschichte von dieser Maschine ein bisschen reingezogen habe, die war wirklich nur für große Höhen gedacht. Ne? Also, die war wirklich nur für ganz gewisse wichtige Bombenziele gedacht. Mit dem Ding haben sie meistens eher Gebäude weggebombt oder sonst was. Kleine Dingsstellung oder so war da drin. Nicht drin, also, ne? Ja. Gut, Knut. Dann, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ne, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Wie gesagt, ist keine schlechte Maschine, hat aber halt viele Nachteile halt auch bei sich dabei, obwohl ich sagen muss, wenn man erstmal 15 mal 1000 Pfund Bomben hat und dann auf Zonen geht, ja, macht die ganz schön viel weg. Ne? Problem ist halt am Leben bleiben. Mit zwei Schützen nur an Bord ist das etwas kompliziert. Und wenn man überlegt, dass da mehrere drin sitzen, die eigentlich auch mal was machen könnten, aber naja, einer von denen, okay, ist bestimmt Bombenschütze für den Bombenschacht, ne? Also, ja, Bombenschützen, das hätten sie eigentlich einschreiben können. Das kommt vielleicht in später Zeit noch, dass sie es dann auch so ausschreiben, ne? Aber ansonsten alle anderen, ich weiß nicht, wofür die anderen da sind. Ehrlich, ich weiß es nicht. Sie haben irgendeinen Zweck gehabt, ne? Irgendeinen Zweck. Gut, allgemein, in so einem Flugzeug waren ja sehr viele, nicht nur allgemein Pilot und Co-Pilot und Schützen drin. Da war ja noch ein Funker drin, das wird wohl einer von den Sitzenden sein. Irgendeiner ist hier der Bombenschütze, okay. Aber wozu dann der dritte Mann? Ja, keine Ahnung. Kartograf? Das fällt mir jetzt nur mal so ein. Keine Ahnung, wofür man den dann nutzen kann. Oder die anderen zwei hier hinten, ne? Die bohren sich ja auch in der Nase rum. Wie gesagt, ihr seht ja diese Auswuchtung hier. Es war geplant, aber aus unerklärlichen Gründen haben sie doch aus Sparmaßnahmen. Es wäre nicht schwer gewesen, einfach mal hier Loch gemacht. So, ne? So mit einem Sichtglas vielleicht und dazwischen dann halt noch so eine Kanone reingeschraubt. Das wäre kein großer Akt gewesen. Und ich glaube nicht, dass es teuer gewesen wäre, aber. Na gut, andererseits, die Briten sind sehr knauserig, also, ne? Ist ja schon ein komisches Völkchen, muss man mal dazu sagen. Naja, gut, dann ist das halt so.
Jo, dann, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like oder ein Abo da, wäre ganz nice. Und ansonsten, ich wünsche euch allen noch viel, viel Spaß, selbst beim Zocken. Freitag, was steht jetzt nochmal alles an? Ich weiß es nicht mehr. Ehrlich, Leute, ich weiß es nicht mehr. waren wir nicht. Wartet, wir waren am. Nee, wir stimmt, Montag war ja Schiffe fahren angesagt. Ja, Panzer wäre jetzt angesagt. Da habe ich jetzt noch nichts Großartiges zu bieten, muss ich persönlich sagen. Ich muss jetzt noch mal in die Seiten hauen, glaube ich. Ich weiß nicht, welcher Panzer das noch mal war. Ich könnte versuchen, den hier euch vorzustellen. Mache ich ein paar Runden jetzt so und ziehe das eiskalt durch. Mal gucken, vielleicht kriege ich noch irgendwo so einen Booster freigeschaltet. Und dann, ne, könnte ich den mal ganz schnell abkaschen und dann kann ich den euch am Freitag vorstellen, wie der so ist. Wäre ich eigentlich sehr interessiert daran. Ja, kommt, 95.000. Wenn es nicht ganz beschissen läuft, das ist das große Wenn, ne, das kennt ihr ja, das große Wort, dann könnte ich das schnell freischaufeln. Könnte. Könnte steht ganz dick für den Raum und schreit mich an. Aber wird bestimmt möglich sein. Ja, komm, komm, krieg ich gebacken. Krieg ich gebacken, immerhin, ich habe bis Freitag Zeit. Das ist ja wohl noch easy peasy, ne? Heute ist Mittwoch. Freitag ist noch lang entfernt für mich. Krieg ich locker. Easy peasy. Krieg ich peasy, easy peasy hin. Gut, Knut, dann, wie gesagt, euch einen schönen Tag und bleibt mal gesund. Bis morgen, ja, bis morgen, nein, bis Freitag. Bis dann. Ciao.